Ohne Pauken, aber mit Trompeten. So wurde die Wittenburger Straße wieder eröffnet. Die Traditionsbahn des Nahverkehrs Schwerin durfte sich als erstes den Weg zum Marienplatz bahnen. Gerade der Nahverkehr hatte in den letzten Jahren ordentlich mit der Großbaustelle zu kämpfen. Naja, es war schon dieser eingleisige Verkehr. Wir mussten ja nun über die Franz-Wehring-Straße immer nur eingleisig und wir haben ja doch einen relativ dichten Takt. Und auch alle Buslinien mussten geändert werden, also 14-7, alles was den Marienplatz irgendwie betraf über die Wittenburger Straße, musste ja umgeleitet werden. Und es ist ja nicht nur das Fahren, das ist ja nicht das Problem, sondern die Anschlusssicherung und dass eben auch nur die Fahrgäste entsprechend komfortabel befördert werden. Das waren so die Herausforderungen. Aber jetzt umso glücklicher sind wir, dass es gepasst hat und dass die Baumaßnahme an sich auch relativ gut funktioniert hat, was die Fahrleitung betrifft, was die Gleisanlage betrifft und so weiter. Konnte der Nahverkehr die Herausforderungen durch gute Planung lösen, so fühlten sich andere schon in der Phase des Brückenneubaus völlig alleingelassen. Nicht nur die Sinnhaftigkeit der späteren Schienenverlegung wurde hinterfragt, vor allem auch der Umgang mit den Einzelhändlern im Baustellengebiet. Es ist natürlich schwierig, wenn ich meinen Einzelhandel in einem Bereich betreibe, wo sehr, sehr lange Zeit eine Baustelle herrscht und der Einkäufer, der Kunde, der geht natürlich doch dahin, wo es bequem ist und wo ich vielleicht nicht gerade von links nach rechts Probleme habe, über die Straße zu kommen. Und deswegen war das eine ganz tolle Leistung der Löw, alle Einzelhändler zu bündeln. Und aus meiner Sicht war es auch sehr vernünftig, dass Verwaltung und Politik gesagt haben, wir geben auch Geld für ein Baustellenmarketing in diesem Bereich. Wir haben tatkräftig unterstützt. Die Löw. Dahinter verbirgt sich Lübecker Straße, Schweriner Höfe und Wittenburger Straße. 2016 wurde die Interessengemeinschaft von mehr als 70 Einzelhändlern gegründet und mit entschlossenem Auftreten die Baumaßnahmen beeinflusst. Das Thema war ja, wo die Löw wirklich aktiv werden musste, als sie festgestellt haben, dass die ursprünglichen Planungen ja bedeutet hätten, dass bis zum Ende des Jahres gebaut werden sollte. Und das hat ja schon dazu geführt, dass die Höfe sich dann an die Spitze einer Bewegung gesetzt haben und gesagt, das können wir uns eigentlich nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Und wir haben dann Mitstreiter gesucht. Und wir sehen ja, von Ende des Jahres sind wir jetzt eben Mitte Juli mit dem Ende der Baumaßnahme. Und das war am Anfang anstrengend, ne? Also auch die Gespräche, aber konstruktiv. Und letztlich haben wir Ergebnisse gefunden, die dann auch positiv waren. Miteinander reden statt übereinander. Auch für die Stadt war der konstruktive Austausch mit den betroffenen Einzelhändlern entscheidend dafür, dass die Freigabe von ursprünglich Dezember auf Ende Juli und jetzt nochmal 2 Wochen vorverlegt werden konnte. Die Löw hatte ja immer Druck gemacht und wir haben diesen Druck auch weitergegeben an die Baufirmen und haben wöchentlich in den Bauberatungen, aber eigentlich ja täglich durch unseren Baustellenkoordinator Hugo Klöpsig darauf geachtet und gedrängt, schnellstmöglich fertig zu werden. Wir hatten eigentlich wieder erwarteten doch recht langen Winter. Wir haben eine lange Pause gehabt im Winter, wo wir nicht weiterbauen konnten. Das haben wir rausgearbeitet und dann nochmal diese 14 Tage hier zusätzlich herausgearbeitet, sodass ich da auch mich bei allen Baufirmen und jedem einzelnen Bauarbeiter wirklich bedanke, dass man so tatkräftig das Ganze angepackt hat und jetzt diese 14 Tage geschafft hat. 750 Meter vom Obertrietenring bis zur Lübecker Straße, die rund 10 Millionen Euro und viele Nerven gekostet haben. Die Einzelhändler der Löw schauen jetzt nach vorne und hoffen auf schnelle Effekte der Straßenfreigabe. Ja, also sehr froh, logischerweise. Wenn man bedenkt, dass es seit 2014, also diese Baumaßnahmen mit mehr oder weniger Intensität laufen, muss man wirklich sagen, dass es jetzt sehr erfreulich ist, dass die Bahn wieder fährt. Und wir alle sind auch schon gespannt auf die Auswirkungen, versprechen uns das schon eine ganze Menge, dass es dann auch umsatzmäßig und auch besuchermäßig dann doch nochmal einen Schub gibt. Am Freitag wurde erst einmal gefeiert mit einem Bauernmarktfest. Vielleicht können die Einzelhändler auch in Zukunft im Rahmen ihrer Interessengemeinschaft zusammenarbeiten und so die Kräfte in der Innenstadt bündeln. Eine weitere Baustelle braucht es dafür ganz sicher nicht.